Genannt haben, gemacht haben, Bill Haley, Jerry Lee Lewis. Das Kind gefunden, Guido. Was hast du gefunden? Das Kind mit dem fliegenden Traktor. Das Kind wurde gefunden mit dem Luftballon. So, machen ganz kurz deine Personalienaufnahme. So viel Zeit muss sein. Hallo, wer bist du? Wie heißt er? Lucio. Lucio, Nachname? Miosch. Adresse? Handynummer? Wie alt ist er denn? Der wird drei. Noch kein Handy? Nein, der hat keinen. Das ist außergewöhnlich. Das ist ein Applaus wert. Die meisten haben in dem Alter schon ein Handy. Und straffe Rechnung, obwohl heute mit Flatrate geht's ja. Wenn die sich dann schreiben hier in der Kita, wo sitzen du? Ich auf dem Topf rechts. Guck mal, Rede, ach ja. So, Lucio, du hast deinen Luftballon verloren. Die Erziehungsberechtigte antwortet für das Kind. Das müsst ihr aber später im Griff bekommen. Das kann nicht so weitergehen. Also er muss dann irgendwann sich selber äußern, sonst wird er mit 27 immer noch zu Hause wohnen. Wir haben aber ein kleines Geschenk für Lucio. Und zwar, ich hole das mal ganz eben schnell kurz ab. Und zwar hier drüben. Das ist einer unserer Jungs. Das ist der Benjamin. Mal ein kleiner Applaus. Von der Technik und er ist für uns noch besonders wichtig, er macht zwischendurch immer Fotos. Das ist für uns wichtig, wir kommen auch in das Alter, wo wir am nächsten Tag gerne wissen, wo wir gestern waren. Und das haben wir dann immer festgehalten. So, Lucio bekommt jetzt das hier. Das ist kein Luftballon, das ist eine CD, eine Live-CD. Und zwar von unserem 20-jährigen Bühnenjubiläum in der Arena in Leipzig. Das ist jetzt schon 2 Jahre her. Und die hörst du. Und wenn wir dann nächstes Jahr vielleicht zur 1000-Jahr-Feier hier sind, dann kommst du und singst dein Lieblingslied von dieser CD. Und wir hoffen natürlich, dass es dann auch eins von der CD ist. So, für Lucio, kleinen Applaus. Die Freude hält sich beim Kind sehr in Grenzen. Kein CD-Player, naja. Hat er einen CD-Player? Hat er. CD-Player hat er, Stereoanlage, alles, aber noch kein Handy. Gut. Also Lucio, viel Spaß mit der CD. Also er kann es wirklich nicht zeigen, er ist völlig außer sich. Er ist emotional so berührt, dass er sich sagt, trag mich hier weg, sonst drehe ich durch. So, unser Geschenk, wenn noch jemand irgendwas verloren haben sollte, meldet euch bei uns. Ihr merkt schon, wir haben da eine sehr soziale Ader, wir nehmen uns den Problemen an.